Jo, und damit begrüße ich euch zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, wir werden heute mithilfe unserer neuen schicken Greifhaken uns weiter in der Wüste erkunden. Und zwar mit unseren schicken neuen Greifhaken, wie gesagt. Das ist echt eine feine Sache, die ist mit diesen neuen Greifhaken. Und bevor wir uns in Richtung, ja, nächster Dungeon begeben, werden wir uns erstmal... Ja komm, dann mach dein Schild da weg. Ja, ich weiß, bist du aggro, ne? Jetzt bist du schön aggro. Hahaha, Trottel. Boah, sind das Fettwanzen. Nichts gegen die von euch, falls ihr das Video schaut, die nicht ganz schlank sind. Das wollte ich damit nicht sagen. Nur halt diesen ganz schön... Ja... Rund nicht, sagen wir es mal so. Ja, wir haben, ja, wir wissen schon, wir haben die Dinger hier bekommen. Ich will da hoch, Link, dankeschön. So, den lasse ich mal in Ruhe. Ja, doch, den lasse ich in Ruhe. Und stattdessen gehen wir jetzt hier entlang. Denn es gibt hier noch eine, ja, noch eine Sache, wo wir auf jeden Fall schon mal unsere neuen Greifhaken-Dinger nutzen können. Dafür müssen wir dann erstmal hier lang gehen. Diese schleimischen, schleimi, Elektro-Schleimis Dinger, da sind mir jetzt erstmal egal. Ich lasse jetzt erstmal in Ruhe, weil ich will einfach nur hier durch. Wir waren ja hier schon mal, haben uns da ein Herzteil geholt. Lass mich in Ruhe. Oh, wunderbar. Gut. Und jetzt können wir uns hier wunderschön von Enterhakenpunkt zu Enterhakenpunkt bewegen. Ist das nicht eine feine Sache hier? Wie man es schon aus Twilight Princess erkennt, ist das echt eine feine Sache hier. Ein bisschen zentrieren hier wieder, wie man es so kennt hier mit V-Motion Plus. Ich finde diesen gerade Doppelgreifhaken richtig geil. So, der bringt uns hier hin. Und dann können wir hier weiter entlang gehen und wo landen wir? Ganz rechts bei dem Artefakt der Göttin. Ja, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und wir haben ja schon, falls ihr euch erinnert, das ein oder andere Mal diese Greifhakenpunkte gesehen. Unter anderem auch im Wald von Firone. Denn mit den Greifhaken können wir auch da eine ganze Menge anstellen. Das werden wir auch bei Gelegenheit, denke ich mal, tun. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal wieder, ja, zurückgehen, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir zu einem anderen Ort. Hier in der Wüste Ranel. Da drüben sehe ich noch so ein Teil. Das nehme ich mir auch mal schnell mit. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber ich nehme das jetzt einfach mal... Ich würde sagen, das nehme ich jetzt einfach mal noch schnell mit hier, wenn ich schon einmal hier bin, damit auch die Animation nicht mehr kommt, falls mir einer noch auf dem Weg auftritt. Nehme ich jetzt noch schnell den Bernstein-Halbmond mit. Aber ich kann euch schon versichern, das, was wir in den nächsten Parts erleben werden, das wird ziemlich geil werden. Und vor allen Dingen auf den Dungeon, da freue ich mich schon drauf. Ich denke mal, diejenigen, die den Dungeon schon kennen, die werden mir da bestimmt beipflichten, dass der Dungeon, ja, nicht so schlecht ist auf jeden Fall. Der ist ziemlich cool gemacht, der Dungeon. Aber jetzt muss ich nur mal einen Weg finden, wie ich da am besten dahin komme. Aber ich denke mal, mit Hilfe der Greifhaken, ja, ich sehe es auch schon, sollte das etwas angenehmer sein. Ja, ja, genau. Und deshalb gehe ich jetzt auch wieder zurück. Da muss ich nicht mehr hin, sondern ich mache das von hier, genau. Können wir jetzt nicht auch die Dinger hier einfacher besiegen? Ist das nicht so? Nee, können wir leider nicht. Nee, dafür brauchen wir doch noch ein anderes Item für, was wir wohl noch bekommen werden. Aber okay, dann lassen wir die Vögel erstmal Vögel sein, wobei mit Hilfe der Bomben könnte ich das machen, aber da habe ich jetzt keinen Bock zu. Das ist mir dann doch zu aufwendig. So, jetzt muss ich nur noch mal kurz auf die Karte blicken, weil das möchte ich mir schon ganz gerne mit Hilfe von Signallichter markieren. Genau. Ich will ja nicht in den Treibsand fliegen. Oh, nö. Boah. Ein Elektroviech, dann noch so ein Teil. Mag ich hier ganz und ja nicht. So, falls ihr euch noch erinnert, hier hatten wir damals so eins dieser Teile hier gefunden. Und hier können wir uns jetzt mit Hilfe der Greifhaken natürlich da hinhangeln. Ich hätte noch natürlich den Dungeon nutzen können, da kann man sich ja auch bewegen. Weil ich mich gerade frage, ob da... Oh, da ist ein Gegner. Hi, du kleiner Gegner. Wo bist du, du Drecksvogel? Da bist du. Lass mich einfach in Ruhe und gut ist. Ich weiß gar nicht, ob da oben noch was ist, aber ich meine, glaube ich, hier nicht. Oder soll ich da nochmal gucken? Ach komm, ich will ja doch nochmal kurz gucken hier.
Ich werde auch noch mal kurz gucken. Und dann, unter anderem kann ich euch an dem Gegner jetzt zeigen, was ihr schon lange zeigen wolltet. Dann mit Hilfe der Peitsche. Okay, geht's an diesem Gegner doch nicht. Wow. Wie geil. Danke, mein Bester. Danke für die nice Hilfe von dir. Das war mal geil. Unverhoffte Hilfe von oben. Ah, wenn das nicht mal genial ist. Vielen Dank, du netter Vogel. Du kannst mir gerne häufiger so helfen. Fand ich jetzt genial. Ach, so ein Teil ist hier noch. Ja, also ich denke, mehr als das kann da, glaube ich, nicht sein. Aber ich will das jetzt doch nochmal kurz kontrolliert haben wissen, bevor ich dann hier komplett weggehe. Ach, eine Truhe ist hier. Ja gut, dann war das jetzt auch gar nicht mal so schlecht, dass ich hier doch nochmal hochgegangen bin. Weil da war ich mir nämlich ganz 100% sicher. Das hätten wir schon längst holen können. Oh, Geschenk der Göttin. Ja, gerne. Das nehme ich doch mal so mit. Boah, wie viele Dinge haben wir von denen haben, ey. Gut, der einzige Nutzen, den wir da von denen ja auch haben, ist die Verzauberung. Aber, ja, ist ja nicht so schlecht. So, und jetzt wollte ich aber hier hin, genau. Ah, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Wahrscheinlich dann doch besser von hier, glaube ich. Wo die ganzen Gegner hier sind, die mir aber egal sein können. Aber ich frage mich gerade, warum ich hier nicht nochmal mein Käferchen habe hier fliegen lassen. Weil hier haben wir doch noch solche Dinger hier. Die möchte ich ja schon nochmal erkunden, ob da noch was ist. Das sind zwar bestimmt nur Rubine oder halt Bernstein-Halbmonde drin, aber... Naja, ne? Kann ja damit niemand sagen, dass ich hier nicht alles erkunden würde. Kann mir dann ja niemand untersagen. Ja, gut, es sind nur 10 Rubine. Aber naja, gut, besser als gar nichts. Oder wie sagt man so schön? Gut, ich denke mal, ich müsste auch von hier aus schon nicht mit dem Greifhaken, sondern nicht mit dem Käfer, sondern mit dem Greifhaken dahin kommen. Genau. So, und ich habe doch gerade gesehen, hier war das nicht so. Genau, tatsächlich. Hier ist noch mein Artefakt der Göttin. Das nehme ich natürlich gerne mit. Sollte wohl so klar sein, dass ich dieses Artefakt natürlich gerne in den Himmel schicke. Das sollte ja wohl so klar sein. Ich denke, das wird hier heute ein relativ chilliger Part werden, denke ich mal. Also wo wir jetzt halt nur uns den Weg hier bahnen und den 5er Rubine da sind, lasse ich meine Ruhe. Ich muss jetzt hier nicht jeden Rubin hier einsammeln. So, ich mache mir jetzt schön den Weg einfach und gehe hier außen rum lang, weil ich hier noch eine kleine Abkürzung gesehen habe und nochmal so ein Fettklops. Na, super. Aber der ist mir direkt schon im Weg hier, weil wir da schon hin müssen. Ich denke, ihr erinnert euch noch damals dran, da sind wir hier zum ersten Mal hier entlang gegangen, als wir die Wüste erkundet haben und uns dann den Weg zum Ranel-Steinweg gebahnt haben. Oh, da sind diese Ameisen, okay. Und natürlich auch, als wir zu Zelda gekommen sind, natürlich. Ja, schade. Ich wollte eigentlich nochmal mein Schild schwingen, aber okay. Das will nicht so ganz. Jetzt. Das sind sehr wilde Viecher, aber okay. Aber immerhin geben sie auch einen schönen, lecker 20er. Da kann man auch was mit anfangen. Gut, und ich glaube tatsächlich, wir sind schon fast da, würde ich sagen. Denn da sehen wir ja schon wieder diese Greifhakenpunkte. Ach, und mein Schild ist wieder vollständig geheilt. Das finde ich gut. Gut, dann werden wir mal hier nochmal kurz die Speicherstatue nutzen, um mit zu speichern. Und dann nutzen wir die kleine Abkürzung hier, um da hochzugehen. Und ich glaube, dann hätten wir auch die Wüste Ranel so gut wie es geht erstmal erkundet. So, denn ich denke mal, ihr erinnert euch noch daran, dass wir hier abermals waren, nur hier nicht weiterkommen konnten. Was wir aber jetzt aber machen können. Warum nur an den Seiten da noch so Teile sind, weiß ich zwar nicht, aber naja, jedenfalls können wir jetzt hier weiter lang gehen. Ganz genau. Und dann hier weiter schauen, was wir hier so Feines haben. Ranel-Höhle. Das sieht ja mal schick aus. Oh, viel soll hier nicht sein. Krone. Das ist aber, glaube ich, eine andere als den, den wir sonst immer kennen, glaube ich. Oh, und hier können wir wieder Harfe spielen. Und nicht Pfeil rufen. Ich verwechsel das jedes Mal. Ich verwechsel das jedes Mal, den oben und den unten vom Steuerkreuz zu drücken. Oh, ein neuer Schatz, der uns noch fehlt. Den sehen wir zum ersten Mal. Ein Schattenkristall.
Diese äußerst seltene Kristall beinhaltet die konzentrierte Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form. Ja, krasser Schatz. Aber damit hätten wir jetzt diesen fast auf jeden Fall vollständig. Ich will nur noch zwei Dinger da ganz unten. Die werden wir aber etwas später kriegen. Ach so, weg mit dir. Ja, komm, einfach weg mit dir. Oh, ich hoffe, das explodiert nicht gleich so richtig krass. Aber da kann ich ja was Lustiges zeigen. Was war das? Ach so, die Kerne da. Oh. Ich wollte eigentlich die Kerne einsammeln, aber okay. Ein seltener Besuch. Mein Name ist Kenbun. Ich erforsche hier die Legende der drei Drachen. Diese Gegend mag trostlos wirken, doch ich bin sicher, dass sich hier etwas verbirgt. Dein Name ist also Jake. Kein einfacher Name, das sind doch nur zwei Silben. Oder sogar eine. Mir ist nicht ganz sicher, aber ist eigentlich so schwer. Erzähl mir nochmal, was du in dieser Einöde suchst. Eine heilige Flamme? Irgendwo habe ich davon schon gehört. Oder etwa doch nicht? Stimmt ja, jetzt weiß ich's. Ich habe in alten Schriften über die Sassranel-Sandmeer davon gelesen. Leider erinnere ich mich nicht mehr an Einzelheiten, aber zum Sandwerk geht es da drüben lang. Um zum Ranel-Sandmeer zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel. Oh. Danke sehr. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Pass auf dich auf. Okay, das ist ja nett von dir, würde ich so sagen. Vielen, vielen Dank. Ach ja, ich glaube, wenn man hier nochmal sitzt, dann kann man noch weiter mit dem plaudern, ne? War das nicht so? Ja, tatsächlich. Oh, interessierst du dich für meine Ausgrabung? Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Forschung unterstützen würdest. Du kannst dir sicher vorstellen, dass meine Forschung eine Menge Geld verschlingt. Willst du die Wissenschaft vielleicht mit 10 Rubinen unterstützen? Ach komm, ich bin mal so nett. Das freut mich und die Nachwelt wird es dir danken. Ach, das war's schon? Ah, ich dachte, da würdest du mir zumindest was erzählen. Tanet, dann kauf dir irgendwas Schönes und lass mich einfach in Ruhe. So, was Lustiges ist, was passiert, wenn man eine Bombe an diesen Shika-Stein schmeißt. Ja. Ist das nicht mal krass? Und da kommt direkt ein neues. Ja, ich glaube, das haben die Dinge aber auch schon in Ocarina of Time, glaube ich, gemacht. Mir kam es so an, dass hier in der Wüste ein Drache lebt, der gerne Leute unterrichtet. Angeblich schenkt er dem, der alle seine Aufgaben meistert, einen unzerstörbaren Schild. Ui, das hört sich auch mal interessant an, so ein unzerstörbarer Schild. Das hört doch was. Dies hört ihr doch hier was hier. Wie er Angst vor Explosionen hat. Okay, oh. Will ich die... Ja doch, ich will das haben, was da drin ist. Ich will das hier haben. Da müssen wir nur dann eine schöne Bombe da reinrollen. Die hat ja immer... Der hat echt Angst vor Explosionen. Okay, wie du meinst. Ich will aber alles hier erkunden. Ich frag mich, was in der Truhe da sein wird. Ob wir ihm das einfach so klauen können... Ach komm, das wird schon, da wird er nichts dagegen haben. Ach, jetzt erschreckst du dich nicht, oder was? Ja, darf schon rollen, Link. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Naja, ist noch so eine Steinplatte davor. Ganz genau. War doch richtig so, dass ich das gesehen habe. Ach, nochmal mit... Oh, zum Glück gibt es hier Bomben, dass ich nicht meine eigenen da verwenden muss. Wenigstens... So, ah, nochmal 11 Rubinen. Naja, gut, besser als gar nichts. Und vor allem, vielleicht kriege ich jetzt auch ein paar mehr, weil ich, naja, genau diese Rubinmedaille habe. Das kann ja natürlich auch noch ein Grund sein, warum ich hier ein paar mehr Rubinchen bekomme. Gut, dann wollen wir jetzt auch mal gucken. Oh nein, ich wollte die Ameise nicht töten. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Egal. Was haben wir in der schönen Truhe drin? Oh, ein Monsterhorn. Wow, das ist ja einfach nicht zu glauben. Ja, das ist der absolute Wahnsinn, dieser Throneninhalt, aber okay. Manchmal trägt ein Bockblin ein Monsterhorn an seiner Hüfte. Nutze die Peitsche, um es ihm zu entreißen. Oh, genau, das hatte ich doch irgendwann mal vor, um das zu zeigen, Fei. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Dankeschön. Naja, was soll's. Also, jetzt habt ihr es ja auch von Fei gehört, wenn so ein Bockblin so ein Teil hat, dann kann man mit Hilfe der Peitsche ihm so dieses Monsterhorn nehmen. Aber gut.
das nur so nebenbei. Jetzt dürfen wir hier weitergehen. Weil hier gibt es nichts mehr sonst zu. Ja, warte. Wir gehen da noch nicht hin. Mir fällt nämlich noch was ein. Es gibt nämlich noch eine weitere. Nämlich hier, wenn wir hier geradeaus gehen, gibt es natürlich noch einen weiteren Ort, wo wir hier lang gehen können. Wo wir auch noch Steine hier haben, sehe ich gerade. Warum mache ich die noch nicht frei? Denn hier geht's zur Ranel-Mine. Und vielleicht erinnert ihr euch noch damals an der Ranel-Mine. Da waren wir ja schon mal ganz zu Anfang. Und ich denke, da wir auch schon langsam in Richtung Part Ende landen, wäre das doch eine gute Idee, noch die Ranel-Mine dann damit voll zu erkunden. Wäre doch so eine gute Idee. So eine gute Idee. Nur damit kann ich sagen, als ob das eigentlich nicht so reichen würde, aber okay. Also ich denke mal, mit dem Greifhaken in Twilight Princess würden wir auch schon ein, zwei überspringen können hier, aber naja, was soll's, ne? Was soll man machen? Was solle man machen? Oh, da sind solche Zikaden wieder. Ach, was willst du denn? Glaubst du, ich habe Angst vor dir oder was, wenn du auf der anderen Seite dieser Schlucht da irgendwie einen Blödsinn machst? Es tut mir leid für dich. So, dann will ich auch mal gucken. Wow, die Sonne kommt gerade raus und die scheint gerade ganz schön stark in mein Zimmer hier rein. Aber okay, ich dachte gerade auf einmal, was kommt denn so, was leuchtet jetzt so hell? Passend hier zu der ganzen Aktion hier. So, denn ich will weiter ein paar Zikaden mir holen und das tun wir jetzt. Kriegst sogar beide, sehr schön. Du hast zwei Sandzikaden gefangen. Wunderbar. Ich glaube tatsächlich, dass wir auch nicht mehr so viele benötigen werden. Ich denke mal, mit 7 werde ich da gut auskommen, weil ich glaube, die brauchen wir für die Verfeinerung eines speziellen Trankes und den will ich ganz gerne haben. So, du meinst immer noch, ihr meint immer noch zu nerven, ihr blöden, komischen Octoroks. Ah. Boah, das war aber echt eine gute Idee, würde ich sagen. Der, ja, diese Rubinmedaille. Das ist echt eine feine Sache, diese Rubinmedaille. Aber hier ist nur eine Truhe. Ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr, aber okay. Das war echt eine feine Sache, muss ich sagen. So, was hätten wir denn hier Feines drin, wenn ich das mal so schauen darf? Da haben wir, oh, nochmal einen Schattenkristall. Finde ich gut, dass wir noch ein paar von den Dingern bekommen, weil die werden wir, denke ich mal, noch bald brauchen. Um was Feines zu verarbeiten. Aber ich brauche auch ein paar von den Federn. Ja, von denen brauche ich auch bald ein paar mehr. Aber okay, wollen wir erstmal schauen hier. Also hier gibt es, glaube ich, dann erstmal nichts mehr zu tun, denke ich mal. Ja gut, ich könnte speichern, aber das lohnt sich. Nee, das lohnt sich nicht. Gut, dann können wir jetzt nochmal zurückgehen, wieder zur Höhle. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir dann in ein neues Gebiet gehen. Was uns denn da erwartet? Da könnt ihr schon mal sehr darauf gespannt sein. Das wird ziemlich genial werden, kann ich euch sagen. Ich freue mich schon auf das Gebiet. Und auch auf das, was uns bald erwarten wird. Also gut, wenn euch der Part gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Part wieder vorbeischaut und reinschaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder von The Legend of Zelda Skyward Sword. Jo. Dann würde ich mal sagen, bis dann. Und tschüss. Euer Jake. Wow. Explodiert nochmal alles hier. Wusch.